weil je weiter sie in den Turm vordringen wollen, also wenn sie hier rumrennen wollen, desto mehr Gegner kann ich jetzt gleich finden, die ich killen kann. Oh ja, doch, also das sieht doch schon mal ganz gut aus. Da gehen wir mal einmal außen rum. Also so habe ich zum Beispiel oftmals meine KD echt sehr weit erhöht. Sehr gut verbessert, wohlgemerkt. Einfach mal so mitten rein und dann hoffen, dass die Munition dann noch ausreicht. Aber ja, das war wohl ein bisschen zu wenig. Dann nehmen wir mal eine Nummer härter. Dann gehen wir nämlich jetzt noch auf Erschütterungsgranaten. Mit denen können wir dann auch mal ohne weiteres eine Max killen. Das Problem ist jetzt halt bei... Das Problem ist bei der Waffe hier, wenn das Ding leer ist, dann ist das Ding leer, weil bis der die nachlädt, der lädt ja hier jede einzelne Kugel, jede einzelne Schrotkugel einzeln nach. Oh Gott, Hilfe. Die andere Mine lassen wir jetzt mal stehen, da kann jetzt ein Verbündeter reinlaufen oder so. Keine Ahnung. Ja, es sind jetzt so viele Terraner, ey. Lass dich doch mal hier an den Tower kommen, da kann ich mehr killen. Kümmert euch doch um A, B und C, ja? Genau, kümmert euch doch um B und C und lasst mir hier den Spaß an den ganzen Lappen. Lappen. Ich brauche ein paar Lappen, die ich killen muss, will, kann, wie auch immer. Eine Haftgranate. Ja, ja, ich habe Kill. Ich habe Kill, ich habe Kill. Ja, endlich, Verbündeter. Das habe ich mir echt anders vorgestellt. Mehr Gegner, weniger Verbündete und so. Ihr wisst ja, wie das läuft. Nein. Nein. Ach, halbautomatische Waffen sind scheiße. Komm, ich will jetzt mal meine... meine KD verbessern. Wieder möglichst positiv machen. Dann nehmen wir mal die Blackjack. Der konnte ich eigentlich immer ganz gut. Die waren immer so mein Freund. Und genau, lad mal gerade nach, damit ich hier runter kann. So, weil mit der Waffe kann ich ohne weiteres jemanden one-shotten. Ist der weg? Hier ist die Mine auch weg. Ob durch eine Person oder erschossen. Mine erschossen, genau. Die Mine ist erschossen. Minus erschossen. Das weiß ich nicht. Das werde ich wohl nie herausfinden. Au, Haftgranate. Au. 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 Der ist da gerade hochgekommen. Also Leute, wie ihr seht, meine KD wird besser. Ja, 0,62 mittlerweile. Von 0,5. Das ist richtig Bombe, ey. Ich bin richtig gut hier heute. Also, wow. Also, wenn ich so weitermache, da kriege ich hier wahrscheinlich noch den neuen Rekord, ey. So, das meine ich mit One-Shot. Normalerweise, wenn man die Person Oberkörper trifft, ist die eigentlich sehr oft... Ist die eigentlich meistens One-Shot. Vorausgesetzt, man trifft halt wirklich mit jedem Schrotkugel oder mit den meisten. Oftmals hat man aber... Oftmals hat man aber auch Zeit, eine zweite zu schießen, zweiter Schuss abzugeben. Aber die müssen dann aber auch wirklich sitzen, weil man hat nicht sehr viele Chancen bei dem Ding hier. Oder generell bei einer Pump-Action. Das ist so der kleine Nachteil bei einer Pump-Action. Der Vorteil ist, dass man halt brutalen Damage hat, wirklich brutalen Damage. Zwei Kills haben wir. Positive KD. Ich komme. Vorausgesetzt. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass die jetzt hier in 3 Minuten das Ding cappen, aber C ist doch eigentlich machbar. Vielleicht. Vielleicht wohlgemerkt. Ich will da jetzt nichts Falsches sagen, weil die Panzer da scheinbar den Geist aufgeben, weil die auch von da unten kamen. Da, wie man da sieht, die kommen da auch von da unten. Ich will auch gar nicht wissen, was die da unten machen. Vielleicht im Dunkle Munkel oder sowas.
will es mir ehrlich gesagt auch gar nicht vorstellen. Ja, ich bin tot. Das hätte ich nicht machen dürfen. Ich bin zu objective gewesen. Ah, wir haben C, wir haben C. Da kommt Sandra. Das ist gut, das ist gut. Gut, 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 gut. Der Sandra, der macht das. Hallo, kann ich hier raus oder gehe ich hier sterben? Hallo, hallo, hallo. Ja, das sieht doch mal ganz ordentlich aus hier. Okay. Okay, 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 okay. Überall ganz viele Gegner. Ich muss näher ran. Das ist auch so, der kleine Nachteil, wenn man ohne Flintlaufgeschoss schießt, spielt, hat keine Reichweite. Ich kann die, komm, ich mach die mal rein. Ich mach die jetzt einfach mal rein, Flintlaufgeschoss. Ach, hab ich gar nicht gekauft, ne, dann mach ich's nicht rein. Dafür gebe ich jetzt kein Geld aus. Sonst hätte ich mal versucht, jetzt mit Flintlauf zu spielen, aber wenn ich die jetzt nicht gekauft habe, nee. Bei welcher Waffe habe ich die dann gekauft? Dann habe ich die auf der halbautomatischen gekauft. Das müsste dann, jo, weil sonst, weil die Blackjack, die habe ich ja eigentlich doch recht, soweit ich weiß, recht früh gekauft sogar. Und, wenn dann ich hier noch keine Flintlaufgeschosse drauf habe, dann müsste die echt auf der halbautomatischen sein. Das müsste dann bei der Barrage sein, weil die habe ich ja als erste gekriegt. Die habe ich, glaube ich, in einem Paket gekauft. Die einzigste Waffe, die ich gekauft habe, in, also im Paket. Und zwar, die Barrage, glaube ich, die Pistole, die also die zweite Standardpistole, da die nicht die Reaper, sondern die Einzelschuss, den war, habe ich nicht gekriegt. Da war eine Mine. Und das war die einzigste, das einzigste Paket, was ich gekauft habe, jemals, also die einzigste Waffen, die ich mit Echtgeld bezahlt habe. Ja. Ja, da hat er mich weggesniped. Respekt, Respekt, Herr Speck. Oh. Hey. Also, jetzt sind ja aber viele Gegner. Na komm, aber also B und C, die sind einnehmbar. Und hier, wo wir direkt einen Sunra dran haben, hier, das ist natürlich nicht einnehmbar, genau. So, schieß mal ab. Kann ich mir einfach mal C4 dran hauen? Ist das Ding da auch Schrott? Oh, da ist ein Gegner drin. Wie machen wir das? Wir machen das jetzt. Leichte Einheit. Nighthawk. Und C4. Nighthawk ist cool. Hier finde ich eigentlich die lustigste Schrotflinte, muss ich echt zugeben, weil. Scheiße, die Sonne blendet. Alter, wie die Sonne mich gerade geblendet hat. Weil die ja so. Weil die vollautomatisch ist und das ist irgendwie ganz lustig. Toll, jetzt sind da natürlich jede Menge Gegner. Wenn ich natürlich versuche, da C4 dran zu schmeißen, kommen dann natürlich die ganzen Gegner. Das ist natürlich mit Sicherheit, ne? Immer ich, komm hier. Geh mal weg, lass mich durch. Ich bin Max. Ich bin Max! Damage! Damage, Bitches! Gib mir nicht in die Schussbahn, gib mir nicht in die Schussbahn. Ich brauche einen Ingenieur. Ich brauche einen Ingenieur. Crown Cap. Kann mich keiner reparieren, ernsthaft? Oh, der Panzer, der ist gut. Der, eine gute Idee. Sweet! So, ich würde auch gern was Sinnvolles hier beitragen. Bisschen Damage machen, aber naja, man wird ja nicht repariert, obwohl da direkt ein Sandra ist. Hat kein Mensch hier scheinbar einen Ingenieur. Ist auch sehr schwach hier. Ihr müsst die Ingenieure und die Sanitäter killen, Leute, nicht die. Ne? Wo habe ich denn? Ah, okay, dort. Nicht die Max-Einheiten versuchen abzuschießen, weil das ist ziemlich sinnlos.
SKE kritisch. Okay. Überlastet? Hat echt schon jemand überlastet? Ist echt da jemand hingekommen? Naja. Wir haben jetzt den ganzen Fokus hier auf die Punkte gelegt. Ah, die haben A verloren. Jetzt sind sie ready to dance auf B und C. Ich muss jetzt mal glotzen. Was nehme ich denn da jetzt für eine Waffe, wenn ich da jetzt runtergehe? Ich glaube, ich nehme mal den Spy. Und versuche vielleicht den einen oder anderen so wegzusnipen oder wegzuholen. Mal versuchen, wie das funktioniert mit der Waffe. Also auf der Warnungsseite mit der Ghost ging das eigentlich ganz gut, fand ich. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier läuft. Bisher hatte ich hier bei der Terraner-Seite mit dem Gewehr ja noch nicht so viel Glück. Waren wir bisher noch nicht so Freunde geworden. Ich und das Gewehr. Und das Gewehr nicht. Der Esel nennt sich immer als erstes. Müsst ihr euch mal merken. Schießen wir einfach mal runter. Ah, schade. Hätten wir doch mal einen Heatmarker bekommen können. Oder einen Headshot. Das wär's ja. Enemy Heavy nearby. Ist ja keiner. Hallo. Hallo. Gut. Also einen Hammer. Ein Kill, das ist doch schon mal eine sehr gute Tendenz. Tendenz steigend, hoffe ich. Jetzt werde ich aber erstmal gekillt, wenn ich die Narren. Wow. Die Mine ist hochgegangen. Hat man ja gesehen, die ist hochgeflogen. Und ich habe vorher drauf geschossen, bevor die von selber detonieren konnte, scheinbar. Na komm, 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 komm. Ich will einen Kill. Komm, deiner. Hm. Dann nicht. Oh. Nicht gut. Nicht gut, gar nicht gut. Okay, ich werde... Wurde gedefended. Ich hab... die nur abgelenkt. Scheiße. Ich hab die nur abgelenkt, wollte ich sagen. Ja. Ich hab mein Leben geopfert für eines Freundes. Ey, meine Karte steigt nicht. Für das Leben eines Freundes. Ich hoffe, er merkt sich das, weil ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen kann, weil... Ich weiß nicht, also mein Leben, das ist, mein Leben ist, mir geht's so schlecht eigentlich. So, wenn wir das mal hier schneller spawnen können. Wenn wir näher am Feind sind. Bitches! Oh. Sorry. Das war, gewollt. Ich hab doch eine MP. MP! Bam. Ich will auch einen Kill, ich will auch mal schießen. Ist ja gar keiner mehr drin. Toll. Gut, dann. Sofortaktion? Nee, wollte ich. Sofort. Warte mal. Oder ist da hinten noch einer? Ist da ein Sanderer sogar? Och Mann! Leute! So, nachladen. Stellt doch nicht in euch vor mich, echt. Ich bin doch hier ein Sniper, ja. Ich krieg so viele Kills hier, Alter. Hallo? Wollt ihr mich verarschen? Ich krieg nicht mal einen Hitmarker. Alter, jetzt fühle ich mich aber echt verarscht. Also,